Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie beim aktuellen D-Talk in die News 24 begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Gernot Bauer, er ist innenpolitischer Redakteur des österreichischen Magazins Profil und beobachtet die Parteien und hat das Buch geschrieben, Kickl und die Zerstörung Europas. Zusammen hat er das geschrieben mit Robert Treichler, erschienen im Schollner Verlag. Guten Tag, Herr Bauer. Guten Tag, Herr Müller. Danke für die Einladung. Gerne, Herr Bauer. Sie befassen sich mit Herbert Kickl, einer der österreichischen Politiker, die auch über den österreichischen Grenzen hinaus bekannt ist, weil er, wie man in Berlin sagen würde, gerne mal auf die Pauke haut, also für eine krasse Formulierung gut ist. Warum jetzt dieses Buch? Er haut sogar, kann man sagen, auf eine sehr große Pauke. Herbert Kickl ist immer sehr laut. Die Lautstärke ist etwas, was ihn auszeichnet. Warum jetzt dieses Buch? Herbert Kickl hat sich selbst als Bundeskanzler bereits ausgerufen. Sie wissen, wir haben Ende September in Österreich Wahlen und die Freiheitliche Partei liegt in allen Umfragen deutlich voran. Das heißt, wenn Herbert Kickl behauptet, er will Bundeskanzler werden, dann hat das wirklich eine realistische Basis. Allerdings ist er der einzige Politiker Österreichs, über den man so gut wie nichts weiß, vor allem über seinen Werdegang, was ihn geprägt hat. Und es gab also eine Lücke über seine Biografie und wir haben beschlossen, diese Lücke zu füllen. Weil natürlich muss sich ein potenzieller Kanzlerkandidat gefallen lassen, dass man auch ein bisschen schaut, wie ist sein Weltbild, was hat ihn geprägt, wie groß war der Einfluss von Jörg Haider, eines der früheren FPÖ-Obleute, wirklich. Das alles hat uns zu diesem Buch bewogen. Und wie Sie richtig sagen, Herbert Kickl wirkt ja über Österreich hinaus. Also er ist sicher einer der einflussreichsten Rechtspopulisten Europas, auch wenn Österreich natürlich relativ klein ist. Wie kann es sein, dass ein Politiker, der seit 20, 25 Jahren in der nationalen Politik tätig ist, erst auf Landesebene und dann auf Bundesebene, dass sein Privatleben so relativ verdeckt ist und so wenig über ihn bekannt ist? Herbert Kickl macht sich rar. Also wir haben auch bei den Recherchen gemerkt, wenn wir mit Spitzenvertretern seiner Partei gesprochen haben, na, wie ist denn euer Chef? Haben die gesagt, ja, wir wissen selbst alle nichts über Herbert Kickl. Er schottet sich ab, er lässt niemanden in sein Haus. Wenn er abgeholt wird, wartet er davor. Er ist ein Einzelgänger, er geht am liebsten in die Berge, er ist kein Teamplayer. Er hält das alles sehr verdeckt. Und zwar in einem Ausmaß, das über das Akzeptable, finde ich, hinausgeht. Es ist einfach eine Charaktersache. Und natürlich darf man so einen Charakter haben. Die Frage ist nur, ob man sich dann so zur Nummer eins eignet, wenn man sich eigentlich abschottet. Es ist zum Beispiel auch so, dass er oft immer wieder sich aus dem Spiel nimmt, ein, zwei Tage verschwindet, einfach bergsteigen geht. Und man hört sogar, in seiner Zeit als Innenminister war er oft einen oder zwei Tage weg, unterwegs. Und hat sich gar nicht gekümmert so richtig um sein Amt. Das waren natürlich Ausnahmen. Herbert Kickl wollte ja eigentlich nie Nummer eins werden. Also der ist nicht in die Politik gegangen und hat sich gedacht, okay, ich habe meinen Plan, in 5 Jahren bin ich da und in 10 Jahren bin ich Obmann der FPÖ. Sondern Herbert Kickl war immer ein Mann der zweiten Reihe. Er war ja früher Generalsekretär der Partei, hat die Wahlkämpfe organisiert und war sowas wie, wir nannten immer das Gehirn der jeweiligen FPÖ-Obleute. Es zog ihn gar nicht in die erste Reihe, weil er doch einige Defizite hat, über die er auch weiß, nämlich zum Beispiel seine mangelnde Kommunikationsfähigkeit. Und dass er dann auf einmal doch Nummer eins wurde, das hat auch ein bisschen mit Zufällen zu tun. Aber lassen Sie mich nochmal bei der Persönlichkeit von Herbert Kickl bleiben und dann gehen wir auf die Politik über. Hat er denn nach Ihrer Auffassung etwas zu verbergen? Sie sprechen von der mangelnden Kommunikationsfähigkeit, aber er ist ja gerade für Schlagzeilen gut. Er hält ja Reden, er ist für Formulierungen gut, für Schlagworte gut. Also das widerspricht ja so ein bisschen Ihrer These der mangelnden Kommunikationsfähigkeit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kenne ich es aus der deutschen Politik, hier lebt man von Netzwerken, von Seilschaften. Helmut Kohl hatte sein berühmtes schwarzes Büchlein, in dem alles über jeden Ortsvorsitzenden drin stand. Und er pflegte diese Beziehungen, diese persönlichen Beziehungen auch sehr. Wie kann es also sein, dass in Österreich jemand zum Obmann wird und möglicherweise zum Bundeskanzler wird, den die eigenen Leute gar nicht kennen? Die Kommunikationsfähigkeit, die mangelnde, schließt ja nicht aus, dass er an sich ein guter Formulierer ist, ein guter Redner. Sein diesbezügliches Talent hat er immer nur für andere Leute
für andere FPÖ-Leute bisher eingesetzt? Ich nehme an, Jörg Haider ist auch in Deutschland noch ein Begriff, der auch ein sehr umstrittener Rechtspopulist war, der eigentlich den Rechtspopulismus für Europa erfunden hat. Und Herbert Kickl hat in seiner Anfangsphase die Reden geschrieben für Jörg Haider. Also wenn Jörg Haider auffällig wurde, bis Deutschland hinein und durch ganz Europa, und seine Pointen und seine oft xenophoben Äußerungen, dann stammten sehr viele von denen aus der Feder von Herbert Kickl. Und wenn Sie fragen, wie gibt es das, dass er dann auf einmal doch Nummer eins wird und dass er kein Netzwerk hat, das waren natürlich immer Disruptionen. Es gab immer wieder in der Geschichte der FPÖ richtige Zäsuren. Das eine war eine Parteispaltung 2005. Da spaltete sich Jörg Haider von der FPÖ ab und da stieg dann zum Herbert Kickl in der FPÖ auf. Dann gab es die nächste Disruption, das war das berühmte Ibiza-Video. Ich glaube, davon weiß man auch in Deutschland Bescheid, wo die damalige Koalition zwischen Volkspartei und FPÖ in die Luft flog. Auch da stieg dann Herbert Kickl weiter auf. Was stimmt, er hatte kein Netzwerk. Die FPÖ ist aber auch nicht so eine Partei wie zum Beispiel die CDU oder auch die vergleichbare Volkspartei in Österreich, die so aus Netzwerken besteht. Das einzige Netzwerk innerhalb der Freiheitlichen sind die korporierten Burschenschafter, deutschnationale Landsmannschaften, Corps. Bei denen war er selber aber nicht dabei. Er galt, so absurd es klingt, in seinen Anfängen bei der FPÖ sogar als Linker. Also es gibt keine Netzwerke, in denen Herbert Kickl ist, aber trotzdem hat er diese Situationen dann doch genutzt, nach oben zu stürmen. Welche Rolle spielt die Herkunft von Herbert Kickl? Er ist Einzelkind, wenn ich das richtig erinnere, oder ist jedenfalls in Abgeschiedenheit groß geworden in einem Dorf, hat dort Schulfreunde gehabt, aber auch nicht allzu viele, hat Ansehen gehabt, weil er ein guter Schüler war und da auch wohl nett aufgetreten ist. Aber dann irgendwann gab es eine Entwicklung, wo er auch die Brücken abgebrochen hat. Also welche Rolle spielt das Bundesland, aus dem er kommt, die Familie, aus der er stammt? Sein Umfeld, gibt es noch Jugendfreunde, mit denen er Kontakt hat, oder sind da wirklich die Seile gerissen? Wir wissen, dass Herbert Kickl nur sehr wenige enge Freunde hatte in seiner Jugend, in seiner Kindheit. Und das geht bis heute hinauf. Vielleicht eine kleine Episode, als Herbert Kickl geheiratet hat, seine langjährige Lebensgefährtin, da waren die nur zu zweit. Da waren nicht einmal Trauzeugen anwesend. Das geht in Österreich. Da war nur der Standesbeamte und kein einziger Freund von den beiden. In der Kindheit hatte er auch ganz wenige Freunde. Er entstammt eigentlich aus einem sehr sozialdemokratischen Milieu. Er ist aufgewachsen in Kärnten im Süden Österreichs, in einer Bergbaustadt. Die beide Eltern arbeiteten bei diesem Bergbaubetrieb und werden als sehr freundliche und nette Personen geschildert. Der Vater im Übrigen, das ist vielleicht sehr interessant, war ein hervorragender Fußballer. Der spielte sogar in der obersten österreichischen Fußballliga und war ein sehr hilfsbereiter Mensch. Und viele fragen sich eigentlich, wann Herbert Kickl abgebogen ist und warum er eigentlich nicht in einem sozialdemokratischen Umfeld blieb. Und die Antwort, weil Sie gefragt haben, woher er kommt, ist schon zu finden in diesem Bundesland Kärnten. In den 80er Jahren, als Herbert Kickl aufwuchs, war Kärnten SPÖ, also von den Sozialdemokraten, dominiert. Und wenn du irgendwas in Kärnten wolltest, brauchtest du ein Parteibuch der Sozialdemokratie. Und Herbert Kickl war immer schon ein widerspenstiger Geist. Und dann ist damals in diesem Kärnten ein Mann aufgetreten, der alles über den Haufen geworfen hat, politisch, nämlich Jörg Haider. Und der hat Herbert Kickl sehr beeindruckt, weil er ihm dieses Rebellentum verkörpert hat, dass das jemand war, der sich an keine Regeln hält. Und wir wissen, in der Schule, in der Herbert Kickl war, in dem Gymnasium, ist einmal auch Jörg Haider aufgetreten und das dürfte ihn sehr beeindruckt haben. Naja, und aus diesem Gemisch, der widersprüchliche Geist, aber sehr viel Talent, sehr viel Intelligenz, er war ein sehr guter Schüler, hat sich Herbert Kickl so entwickelt, wie wir ihn vielleicht heute kennen. Es ist ja das eine, Parteiobmann, also Parteiführer zu sein. Und auf der anderen Seite muss ja auch irgendwer diese Partei wählen. Und Sie haben gesagt, dass bei der anstehenden Nationalratswahl im Herbst die FPÖ wahrscheinlich die stärkste Partei werden wird und Kickl deswegen gute Chancen hat, Bundeskanzler zu werden. Er selber nennt sich übrigens designierter Volkskanzler, auch eine Begriffsveränderung. Nun stellt sich die Frage, wer wählt eigentlich die FPÖ? Aus deutscher Sicht ist Österreich eigentlich ein Traumland. Viele Deutsche ziehen nach Österreich oder wollen nach Österreich ziehen. Nicht nur, dass es dort höhere Renten gibt als in Deutschland, sondern auch die Lebensverhältnisse, die Infrastruktur ist gut.
Also wie kann es sein, dass etwa 30% der Bevölkerung der Ansicht sind, dass es in Österreich nicht gut läuft und ein radikaler politischer Wechsel her muss? Es ist natürlich so, dass diese 30% der potenziellen Wähler von Herbert Kickl, das sind natürlich keine rechten, rechtsrechten Bürger, die da quasi rechtsextremistisch wären und so. Das Hauptmotiv ist immer noch der Protest. So eine Protestwähler, eine Protestwählerpotenzial, Leute, die aus welchen Gründen auch immer unzufrieden sind mit ihrem Leben und die alles der Politik vorwerfen. Also das eine Reservoir für Herbert Kickl und die FPÖ ist seit jeher das Protestwählerpotenzial, Protestwählerreservoir. Und das andere ist natürlich das ewige Thema seit 25 Jahren, das ist die Zuwanderung. Sie können das auch aus Deutschland, die Debatten. Es gibt reale Probleme, die wir auch in Österreich mit Zuwanderung haben, mit dem Asylsystem. Und Herbert Kickl nützt das sehr gut aus. Und dieses Potenzial ruft er auch ab. Protestwähler und Gegner der Zuwanderung und so eine allgemeine diffuse Stimmung. Was noch dazu kommt diesmal, ist natürlich die Folgen der Corona-Krise. Die FPÖ war eine Partei, die sehr früh die Maßnahmen, die auch in Österreich natürlich bestanden, im Zuge der Corona-Krise verurteilt haben. Es gab sehr scharfe Demonstrationen und an der Spitze dieser Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen stand Herbert Kickl. Und das ist auch für seine Entwicklung wichtig, weil bis dahin wusste er gar nicht, dass er sich zum Volkstribun eignet. Und auf einmal hielt er Reden in Wien vor Zehntausenden Menschen gegen die Corona-Krise und bekam mit, dass ein das gute Feedback und wie er auf die Leute wirkt. Das wird natürlich jetzt auch wieder ein bisschen wie ein Widerspruch, aber wir nennen Herbert Kickl in unserem Buch einen Volkstribunen mit Kontaktstörung. Und ich glaube, das trifft es sehr gut. Dieses Wählerpotenzial hat vielleicht auch damit zu tun in Österreich, dass die Österreicherinnen und Österreicher vom Staat sehr verwöhnt sind. Also die Eigenverantwortung zählt bei uns nicht viel. Wir haben sowohl von der Christlich-Sozialen Volkspartei als auch von der sozialdemokratischen SPÖ gibt's die Tendenz, sich um die Bürger zu kümmern. Und wenn dann irgendwann einmal etwas schief läuft, sind die Bürger auch sofort beleidigt und erwarten sich, dass sich der Staat um alles kümmert. Thema Inflation. Man macht natürlich die Inflation, natürlich gibt es einen politischen Anteil, aber Inflation ist natürlich auch ein europaweites Phänomen. Dennoch nehmen die Österreicherinnen und Österreicher dies der Regierung persönlich, werfen das persönlich vor und nützen auch das, zu Herbert Kickl zu gehen. Also aus dieser Melange heraus erklärt sich diese Mehrheit für Kickl. Protestpotenzial, Ausländerproblematik, der Anführungszeichen plus die Folgen der Corona-Krise. Herbert Kickl war, das erstaunt, sowohl bei Amtsantritt als auch im Nachhinein tatsächlich mal Bundesinnenminister unter der Regierung, also unter der Kanzlerschaft Sebastian Kurz, als es mit Heinz-Christian Strache die Koalition zwischen der ÖVP und der FPÖ gab. Und er hat damals zu diesem Thema Migration, Asylpolitik Vorschläge vorgelegt, wie Österreich und die EU Reformmaßnahmen einleiten müsste. Die sind damals in Bausch und Bogen abgelehnt worden. Und ich habe mich sehr gewundert, als ich diese Vorschläge gelesen habe, weil ich dachte, das sei ein aktueller Auszug aus irgendeiner deutschen Tageszeitung, weil ich glaube, das ist alles, was die EU vor wenigen Tagen, vor wenigen Wochen beschlossen hat als Reform der Asylpolitik. Das, was Herbert Kickl 2019, glaube ich, vorgeschlagen hat, was ist daraus als Lehre zu ziehen? Hat sich die EU mehr nach rechts entwickelt, um möglichen rechten Populisten sozusagen entgegenzukommen und den Wind aus den Segeln zu nehmen? Oder hat Herbert Kickl einfach recht gehabt mit dem, was er damals gesagt hat? Und was meinen Sie mit dem Untertitel und die Zerstörung Europas? Nein, es ist eben so, nicht alles, was Herbert Kickl sagt, sowohl in der Opposition als damals als Innenminister, war ja falsch. Also man sollte aufpassen, immer Rechtspopulisten oder Parteien, die rechts sind, im Bausch und Bogen zu verurteilen. Also dass man sich als Innenminister um die Problematik der Integration, der Zuwanderung, des Asylwesens kümmert, das wäre einem Innenminister nie vorzuwerfen. Und Herbert Kickl war in seiner Zeit als Innenminister sogar hatte Österreich die Ratspräsidentschaft inne, also er war quasi der oberste Innenminister in der EU. Sie haben den Migrationspakt angesprochen.
der letzte Woche vom EU-Parlament verabschiedet wurde. Interessanterweise hat die FPÖ den abgelehnt. Also es stimmt, Teile sind das, was Herbert Kickl seinerzeit forderte, aber der Freiheitlichen Partei und den anderen rechtspopulistischen Parteien in Europa geht dieser Pakt noch nicht weit genug. Weil das Ziel des Herbert Kickl ist eigentlich eine absolute, also keinen einzigen Asylwerber mehr in Österreich anzunehmen. Dieser Pakt, der Migrationspakt, bekennt sich prinzipiell schon zum Recht auf Asyl. Herbert Kickl würde am liebsten die Europäische Menschenrechtskonvention ändern und die Genfer Flüchtlingskonvention. Also er geht da noch sehr viel weiter und würde das Asylrecht am liebsten was für Österreich ganz aushebeln, etwa vergleichbar mit Viktor Orban. Ich würde es so unterscheiden, der Migrationspakt, der jetzt abgeschlossen wird, versucht, die Außengrenzen Europas wirklich zu verstärken und hier die irreguläre Migration, die es gibt, die objektiv ein Problem ist, einzudämmen, wohingegen Herbert Kickl tatsächlich an dieser Festung Österreich und an dieser Festung Europa baut. Mit anderen, etwa mit Viktor Orban, aber auch in Deutschland natürlich mit der AfD um Alice Weidel. Und da sind wir vielleicht bei Ihrer anderen Frage, warum wir auf dieses Buch schreiben, die Zerstörung Europas. Das klingt natürlich jetzt ein bisschen martialisch beim ersten Lesen. Herbert Kickl allein wird Europa nicht zerstören können. Herbert Kickl wird natürlich auch Österreich nicht zerstören können. Die Fundamente in Österreich und Europa sind stark genug und auch nicht kurzfristig wird das gehen. Herbert Kickl kann das aber vielleicht im Verbund machen. Schon angesprochen, er nennt Viktor Orban aus Ungarn sein Vorbild. Er kooperiert mit Alice Weidel. Es gibt, warten wir ab, was in Frankreich passiert, ob es Marine Le Pen vielleicht doch gelingt, Präsidentin zu werden. Wir haben Italien und da gibt es schon einen ziemlichen Cluster an rechtspopulistischen Parteien, die eine gewisse Wucht entwickeln können. All diese Parteien eint, dass sie auch auf Referenden setzen zum Beispiel und stark darauf beharren, dass das nationale Recht stärker ist als das europäische Recht. Und Herbert Kickl und auch andere können sagen, naja, ich halte mich nicht mehr an das, was Brüssel sagt, auch wenn es die Verträge vorsehen, sondern an das, was wir zum Beispiel in einer Volksabstimmung beschlossen haben. Und da heraus kann sich schon eine Gefahr für das Europa entwickeln, wie wir es jetzt kennen. Aber sollte es soweit kommen, dass die FPÖ 30% erhält, ist es ja noch keine absolute Mehrheit. Also alleine wird die FPÖ nicht im Nationalrat regieren können und Herbert Kickl somit auch nicht Volkskanzler werden. Er braucht einen Koalitionspartner, um auf einem Schimmel ins Bundeskanzleramt reiten zu können. Wir wissen ja jetzt durch ihr Buch, dass er gerne reitet und wenn er nicht mehr Politiker ist, auch gerne reiten lernen will. Wer würde denn mit einem Herbert Kickl und seiner FPÖ koalieren? Es ist eigentlich nur vorstellbar von der Österreichischen Volkspartei, also den Christlich-Sozialen. Die Sozialdemokraten, vielleicht würden das auch manche tun, Juniorpartner für Herbert Kickl zu werden, aber dann würde es die SPÖ sofort zerreißen. Also, vielleicht die ÖVP. Herbert Kickl müsste der ÖVP anbieten, pass auf, ihr seid zwar nur die zweite Partei, aber wenn ihr mich zum Bundeskanzler wählt, dann bekommt ihr das Finanzministerium, das Wirtschaftsministerium, das Außenministerium. Es gibt keine neuen Steuern. Also, er könnte sie da in Versuchung führen. Allerdings hat der jetzige ÖVP-Chef, Bundeskanzler Karl Nehammer, dezidiert ausgeschlossen, den Herbert Kickl zum Bundeskanzler zu wählen, ihn zum Bundeskanzleramt zu verschaffen. Auch mögliche Nachfolger von Karl Nehammer haben ausgeschlossen, dass sie den Juniorpartner unter Herbert Kickl geben. Eine Möglichkeit wäre natürlich, dass die FPÖ anbietet, einen anderen Kanzlerkandidaten zu nominieren. Dass man sagt, okay, Herbert Kickl hat zwar die Wahl gewonnen, aber Herbert Kickl sagt selber, ich gehe zur Seite und schlage einen anderen Kandidaten vor. Da gibt es zum Beispiel die Landesparteiobfrau der FPÖ von Salzburg. Und so kann er vielleicht dann doch einen freiheitlichen Kanzler möglich machen. Allerdings ist das eine sehr unwahrscheinliche Variante, weil die meisten der FPÖ sagen, wenn Herbert Kickl für uns die Wahlen gewinnt, dann ist auch sein Anspruch, Bundeskanzler zu werden. Es ist natürlich schwierig, Prognosen zu machen. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, es wird ihm vielleicht nicht gelingen. Es gibt jetzt schon im Hintergrund Versuche zwischen ÖVP, SPÖ und einer dritten Partei, eine Mehrheit, eine parlamentarische pro futuro zu formen, dass man vielleicht mit einer Dreierkoalition eine Mehrheit bildet und dann entweder ein SPÖ oder ein ÖVP.
Kanzler kommt. Auch der Bundespräsident bevorzugt so eine Dreierkoalition. Die Frage ist nur, das kennen Sie aus Deutschland, wie stabil ist denn so eine Dreierkoalition? Vielleicht zerbricht die bald auch wieder. Und dann hat natürlich Herbert Kickl alle Trümpfe in der Hand. Darum gibt es ja schon manche in der FPÖ, die sagen, na gut, wir haben Wahlen im Herbst. Vielleicht gibt es dann eine Koalition gegen uns. Und dann sind aber die übernächsten Wahlen sind schon sehr viel wichtiger für uns als jetzt. Aber dann haben wir ja Gesprächsstoff im Herbst nach den Nationalratswahlen und können schauen, wie es dann weitergeht mit Herbert Kickl und seiner Zerstörung Europas. Das Buch, das im Schollmann Verlag erschienen ist und von Ihnen und Robert Reichler geschrieben wurde. Vielen Dank für heute. Dankeschön.